Sally Pissam, das ist eng, wenn man ein Square durch unsere Gegend mit, um unsere Geschichte wieder ein bisschen frisch zu entdecken. Und das alles durch die von der Tietje. Unsere Traditionen, unsere Kultur, unsere Sprache, das sind alles Sachen, die Andreas Ottmeier seit Monaten interessieren. Er macht einen Film über das Elsass und lade ich eigentlich in Idee auf seiner Facebook-Seite gehen und wir haben ein Rendezvous mit ihm. Hallo Andreas. Hallo. Also, ihr kommt aus Stuttgart, um einen Film über das Elsass zu machen. Wie haben Sie die Idee bekommen? Ich habe einen Freund, der ganz lange in Straßburg gewohnt hat und den war ich regelmäßig besuchen und der hat viel Kontakte auch ins Umland gehabt mit Menschen, die auch Elsässisch gesprochen haben und da habe ich so ein bisschen die Problematik mitbekommen, dass der Dialekt, die Sprache des Elsässisch immer weniger wird und die haben gesagt, es gibt überhaupt niemanden, der das dokumentiert und so bin ich eigentlich auf die Idee gekommen. Und also der Titel von Schmierwurst und Baguette, wie sind Sie darauf gekommen? Also es ist ja so, das Elsass ist ja eigentlich so ein Bindungsglied zwischen Frankreich und Deutschland. Und das wollte ich ganz gerne auch im Titel haben. Also einmal das elsässisch-deutsche Schmierwurst und dann Baguette, was aus Frankreich kommt. Und das sind ja die zwei Einflüsse, die im Elsass eigentlich eine Rolle spielen. Und also heute in Hagenau? Warum? Was machen Sie da? Ich bin heute in Hagenau und werde da die ABCM-Schule besuchen, die sich der Bilingualität verschrieben hat, sogar dreisprachig eigentlich ist, Elsässisch, Deutsch und Französisch. Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen die Nacht? Ja, wer hat gut geschlafen? Ja? Was waren eigentlich die Gründe dafür, dass ihr meintet, eine Schule gründen zu müssen? Wir haben diese Schule gegründet 1996. Es gab schon eine zweisprachige Schule in Hagenau, eine staatliche Schule. Aber da wird nur Hochdeutsch gemacht. Und das wollten wir nicht. Wir wollten auch Elsässisch oder lieber Elsässisch dazu lernen für unsere Kinder. Wir wollten ja machen, dass die Jungen auch wieder die Sprache von unseren Großeltern auch wieder sprechen. Die elsässische Sprache, ihre Benutzer und Verteidiger interessiert Andreas, für den die Kamera ein Hobby ist. Wer hat sie geredet? Wer redet sie? Wie ist sie zurückgegangen und wer will sie wieder entwickeln? Freut ihr die Leute, die er trifft, stellt? Auf seinem Weg, Politiker, Theatervertreter oder Liedermacher? Ich habe eigentlich eine Leidenschaft für Minderheiten. Also jetzt nicht nur für die Elsässer, die ihre Sprache, weil ich finde, das macht Europa aus. Also nicht nur eine Sprache in einem Land, sondern eine vielfältige Sprachkultur. Also jetzt nehmen wir nur mal das Beispiel Deutschland, ja, was mich eigentlich glücklich macht, dass es in Deutschland verschiedene Minderheitensprachen gibt, die auch Gott sei Dank mittlerweile unterstützt werden. Das war ja auch nicht immer so. Ich finde, das ist auch in Frankreich so. Ja, also Serge, sauve mal ein Film über die Schule, über euch. Was denken Sie davon? Und über das Elsässische. Über das Elsässische. Ja, ich denke, du hast bloß Gutes davon. Nicht? Denn, wir haben schon öfter Sorgen gemacht mit wie sagt man, FR3 oder France 3. France 3 ist besser, ja. Und jedes Mal hat mir eine Junge gefallen und sie sehen, dass unsere Spur in Geltung kommt. Also ist es automatisch interessant. So, et bien voilà, die Kinder werden sich vielleicht auf dem Film in ein paar Monaten gesehen. Ihr könnt die ganze Geschichte auf der Seite von Facebook folgen. Verbringen alle ein schönes Wochenende und pass auf euch auf. La 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 la. Wie ist denn unser Hund? Ich suche schon eine Stunde.